8 Uhr abends. Die Gruppe hat Rast gemacht. Wir machen gerade einen Sicherheitshalt. Hier hat man eine gute Sicht auf den Berg. Unsere Anführer Jay und Albert bestimmen die momentane Position. Und dann suchen wir uns den besten Zugangsweg zum Berg aus. Wir müssen jetzt schon unsere Waffen laden, weil wir auf diesem Boden zu viel Lärm machen. So können wir verdammt nochmal nicht den Berg raufgehen. Wenn nur einer von uns unvorsichtig auftritt, hallt das Geräusch durch den ganzen Wald. Bis hierhin ist der Aufstieg ganz gut verlaufen. Aber nun, bei Einbruch der Dämmerung, befürchtet Danny Hassel, dass Jay Budd die falsche Richtung eingeschlagen hat. Hast du den Pfad gesehen, da wo sich die Straße gabelt? Er schien direkt zu den Steilwänden raufzuführen, oder? Vielleicht kommen wir hier auch zu den drei Felsdächern, aber damals sind die Jungs da hinten raufgegangen. Okay. Ich kümmere mich um die anderen. Brauchst du Unterstützung? Ich komme zurecht. Wenn du die Touristenroute nehmen willst, können wir auch den Weg gehen. Nein, ziehen wir los. Gut, ich rede mit den MG-Schützen. Auf dem Gipfel des Monte La Difensa beenden die deutschen Soldaten gerade ihren letzten Patrouillengang des Tages. Schon seit fast einer Woche warten sie mit wachsender Nervosität auf den Angriff. Ja. Laufbahnen sind frei. Wenn der Feind zu nah dran ist, befehle ich Klappspalten frei, daher den Klappspalten. André Schmotz, der befehlshabende Offizier, scheint Vorahnungen zu haben. Er lässt die Klappspalten bereitlegen. Das letzte Verteidigungsmittel, wenn alle übrigen versagen. Ihr zieht alle die Köpfe ein, wenn ihr eure Munition aufgebraucht habt. Die Männer hier haben ihre Zeit auf dem Monte La Difensa auf eine Weise verbracht, die den meisten Soldaten nur allzu vertraut ist. Alarmübungen, alltägliche Routinearbeiten, viel Langeweile. Doch morgen wird alles ganz anders sein. Mitternacht. Jetzt ist auch Danny Hassel verunsichert. Die Gruppe hat die Orientierung verloren. Schwieriger Aufstieg, seitdem die Sonne untergegangen ist. Probleme macht nicht so sehr das Terrain, sondern der Umstand, dass wir nicht sehen können, wohin wir gehen. Die meisten Jungs schleppen eine Menge Ausrüstung mit. Einer trägt ein großes, schweres Maschinengewehr. Aber anscheinend sind wir jetzt etwa 100 Meter unterhalb der deutschen Stellung. Sie nehmen nur an, dass sie in der Nähe der Felswände sind. Keiner weiß es genau. Nachts ist das hier schwierig. Bei Tag ist es nur ein kurzes Kletterstück, ein Kinderspiel. Die Gruppe hat sich an diesen Anstieg so herangepirscht, wie man es bei einem echten Spezialeinsatz macht. Ohne Licht und so gut wie geräuschlos. Vor mehr als 60 Jahren blieb der Teufelsbrigade gar nichts anderes übrig, als genau das Gleiche zu tun. Wir mussten es mitten in der Nacht machen, in absoluter Stille, und konnten dabei kaum etwas sehen. So leise wie möglich, doch so viele Männer mit so viel Ausrüstung können sich nicht völlig lautlos bewegen. Man war so schwer, dass man sich kaum rühren konnte. Gewehr und Pistole plus Munition. Ich habe auch noch Maschinengewehrmunition getragen und dazu einen Wasserkanister, der einen beim Raufsteigen fast umgebracht hat. Man wog insgesamt fast 140 Kilo, das machte es nicht einfach. Außerdem war es kalt und nass und der Berg war ungeheuer steil. Also setzte man beim Klettern alles ein, was man nur einsetzen konnte. Und wir sind geklettert und geklettert. Während sich die Männer unter dem Gewicht ihres Sturmgepäcks ächzend nach oben kämpften, passierte etwas, was leicht zur Katastrophe hätte werden können. Ein Helm machte sich selbstständig. Bis vor wenigen Jahren hat niemand sonst davon gewusst. Also, der Typ vor mir rutschte vom Felsen ab und versetzte mir mit seinem Stiefel einen Schlag gegen den Kopf. Und da man bei so einer Kletterei den Helm nicht allzu fest bindet, fiel der durch den Tritt runter und kullerte den Berg hinab. Aber zu diesem Zeitpunkt prasselte wieder einmal heftiger Regen herunter. Und so blieb der Vorfall ohne Folgen. Ich war wütend, denn damals habe ich noch geraucht und all meine Zigaretten steckten in dem Helm. 3 Uhr früh. Die Manöverteilnehmer haben die Steilwände erreicht. Und auch sie geraten hier in eine höchst gefährliche Situation. Bei totaler Dunkelheit ereignet sich plötzlich ein Felssturz.
Danny Hassel ist von einem Medizinball großen Gesteinsbrocken getroffen worden. Jay ist vorangeklettert. Dabei hat er einen Felsblock losgerissen, der so groß war, dass ich mit den Armen nicht rumkommen würde. Jay sprang zur Seite, das Ding kippte um und schmetterte mich gegen die Wand dort. Was ist mit meinen Zähnen? Da ist was rausgebrochen, oder? Ja, da fehlt ein Stück. Zähne eingeschlagen, Gesicht zermanscht, Hand gequetscht. Hat verdammt wehgetan, so als bekäme man Prügel mit einem Baseballschläger. Und nachdem ich den großen Brocken abgekriegt hatte und wieder aufgestanden war, hat mich noch ein kleinerer getroffen. Bei all dem habe ich noch sowas wie Felssturz gerufen. Es hörte sich unheimlich an, als würde der ganze Berg runterkommen. Ich dachte, wir würden alle runtergefegt. Ich bin einfach weggerannt in der Hoffnung, dass ich dabei nicht abstürze. Ich habe mich zur Seite gerollt und bin von dem Felsdach gesprungen. Und Fötus ist in eine kleine Höhle gehüpft. Im ersten Moment sah ich schon unsere ganze Gruppe hops gehen. Ich meine, es hörte sich an, als würden die Brocken nur so runtersausen. Meine Hand tut weh. Aber wir wollen nicht übertreiben. Wie weit ist es noch zum Gipfel? Wir haben noch nicht mal die Hälfte geschafft. Nicht mal die Hälfte? Wo bitte geht's zur Straße? Der Steilanstieg hat erst begonnen. Tut richtig weh. Ich will jetzt jemand anderem wehtun, bin stinksauer. Machst du weiter? Das wollen wir doch alle hier, oder? Also, lasst uns die Sache durchziehen und nicht bis Tagesanbruch warten. Wir greifen die Stellung an, erledigen alle und dann besorgen wir medizinische Hilfe. So machen wir es. Wir bringen den Einsatz zu Ende. Genau, die Nacht gehört uns. Und wir sind geklettert und geklettert. Fragen Sie irgendeinen von uns, ob er es nochmal tun wollte. Die Antwort wäre nein. Man dachte nur noch, wann zum Teufel haben wir all das endlich hinter uns? Wir waren nämlich wirklich fix und fertig. Wenn man sich die Filme ansieht und all das Zeug, da klettern sie mit Hilfe von Seilen und solchen Sachen, das ist Quatsch. Am La Difensa kletterte man mit den Fingernägeln, den Zähnen und allem, was man sonst noch einsetzen konnte. Als sie den Olivenhain verließen, wollten die Manöverteilnehmer der Route folgen, die der Vortrupp der Teufelsbrigade damals genommen hatte. Da der Berg jedoch inzwischen völlig zugewachsen ist, kamen die Männer vom Weg ab und mussten sich den Großteil der Nacht durch Dorngestrüpp und dichtes Unterholz hindurchkämpfen. Bei Tagesanbruch erreichten sie schließlich die Felswände, befanden sich aber noch hunderte Meter unterhalb der deutschen Stellung. 5 Uhr früh. Nachdem sie die ganze Nacht in ständiger Furcht vor einem erneuten Felssturz verbracht haben, sind die Männer mit den Nerven am Ende. Danny Hassels Unfall hat alle erschreckt. Brian, bleib da. Hier soll keiner mehr raufkommen, sag's ihnen. Die Jungs stürzen doch ab von dieser Scheißwand. Im deutschen Lager dagegen ist die Nacht geruhsam verlaufen. Aber hier oben ist es ziemlich kalt in der Morgendämmerung. Im Dezember 1943 hatten es die Panzergrenadiere allerdings mit wesentlich unangenehmeren Temperaturen zu tun. Und der Artilleriebeschuss hielt sie pausenlos in Atem. Diese Soldaten hatten, soweit wir es beurteilen konnten, viel Erfahrung. Sie hatten an der russischen Front gekämpft und waren außerordentlich gut ausgebildet, wie alle deutschen Soldaten. Sie verstanden ihr Geschäft. 6 Uhr früh. Chris Bird, der Vorsteiger, befürchtet, dass er von der vorgesehenen Route um einiges abgewichen ist. Ich denke um 50 Meter auf dem letzten Kilometer. Ich glaube, diese Route eignet sich nur für geübte Kletterer, wozu ich mich nicht zähle. Bei meiner Höhenangst und meiner Unerfahrenheit im Felsenklettern wird das hier zu einer Scheißquälerei. This is gonna suck. Gut 12 Stunden dauert der Aufstieg bereits. Die Männer sind erschöpft. Über 900 Meter sind sie schon geklettert. Und mindestens ein Felsen ist noch zu bewältigen, bevor sie das Plateau, das man Untertasse nennt, erreichen.
Joe George hat es geschafft. Damit ist auch der langsamste Kletterer der Gruppe am Gipfel des Berges angelangt. Es war also doch die richtige Route. Vorsteiger Chris Bird hat seine Kameraden zum Rand der Untertasse geführt. Jetzt können die Männer das tun, was Soldaten von Spezialeinheiten am besten können: dem Gegner außer Gefecht setzen. Da waren keine Deutschen zu sehen, als wir dort oben anlangten. Zu dem Zeitpunkt waren sie alle noch in ihren Unterständen. Dann beobachteten wir, wie sie aus den Felshöhlen herauskamen, zu ihren Waffen gingen und sie in Stellung brachten. Wir sahen zu, wie sie sich postierten. Sie entschieden sich für die falsche Richtung. Dann sagte jemand, geben wir es ihnen. Und das war's. Menschen reagieren unterschiedlich. Ich hatte so einen kupferartigen Geschmack im Mund. Man muss es einfach hinnehmen und weitermachen. Und dann hagelte es Kugeln. Mir rutschte das Herz in die Hose, als mir all das Zeug entgegenflog. Ich wollte nur noch raus aus der Hölle. Das war kein Spaß. Wir haben mit allen Mitteln versucht, uns zu schützen, aber Löcher konnte man da oben nicht graben. Ich glaube, fertig geworden bin ich mit all dem nur dadurch, dass ich ständig in Bewegung war. Ich habe was getan. Und sobald man anfängt, was zu tun, vergeht die Angst. Sergeant Dawson befahl mir, gehen Sie mit Ihrem Maschinengewehr darüber und feuern Sie auf den anderen Felsgrat. Und während ich mein MG dorthin schaffte, kriegte ich plötzlich einen Schlag gegen den Oberschenkel. Ich rief, Sergeant, ich bin von einem Felsbrocken getroffen worden. Er kam zu mir rüber und sagte, Sie dummer Sack, Sie haben Maschinengewehrkugeln abbekommen. Da war mächtig was los. Die hatten da mindestens 3 MG-Stellungen. Wir machten uns daran, eine auszuschalten. Ich zielte dabei auf den Kerl, der ständig hinter einem Felsblock vorkam und wieder verschwand, und versuchte, ihn im richtigen Moment zu treffen. Es hat ihn erwischt, aber ich weiß nicht, ob es mein Schuss war. Da sind so viele Dinge gleichzeitig passiert. Die hatten eine verdammt gute Einheit da oben. Alles robuste, zähe Kerle. Und viele von ihnen waren Fallschirmjäger, so wie wir. Was ist hier los? Ein scheiß Maschinengewehr direkt da oben. Schaffen wir es damit? Okay, auf geht's. Rechts! Ja!
chaos to the extent that. Es herrschte ein derartiges Chaos, dass man nur mitbekam, was unmittelbar um einen herum passierte. Man hatte ein bestimmtes Angriffsziel und ging darauf los. Da gibt einer auf. Etwa 2 Stunden brauchte die Teufelsbrigade, um die Untertasse zu stürmen. Wenn auch der Kampf noch den Großteil des folgenden Tages andauerte, der Sieg stand fest. Die Bergstellung Monte la Difensa war eingenommen. Gut 60 Jahre später das gleiche Ergebnis. Doch Gott sei Dank können sich die Soldaten diesmal als Verbündete begrüßen. Jetzt ist der Moment, neue Freundschaften zu schließen, zu fachsimpeln, vor allem aber dankbar zu sein, dass die Waffen nur mit Platzpatronen geladen waren. I shoot. Ich habe das erste Magazin abgefeuert, das zweite, das dritte und das war's, keine Munition mehr. Scheiße. Es ist schwierig, Deckung zu finden in dieser Richtung. Ihre Köpfe waren manchmal zu sehen, das hat sie verraten. Bei den Gefechtsübungen innerhalb der eigenen Einheit müssen immer einige die Rolle des Gegners übernehmen. Und da man diese Jungs schon lange kennt, stellt sich nie die richtige Kampfstimmung ein. Aber wenn man nach einer harten Vorbereitung hier raufkommt und die alten Kämpfer vertritt, wenn man ihre damaligen Gegner in den damaligen Uniformen sieht, dann steigt das Adrenalin. Deshalb haben wir auch so gut angegriffen. Mein Adrenalinpegel war sicher extrem hoch. Es war wie im richtigen Krieg. Das habe ich mir so nicht vorgestellt. Wir hatten zwar nicht genug Munition, aber sonst war alles unheimlich wirklichkeitsnah. Wenn man ins Tal hinuntersieht, hält man es für unmöglich, dass hier einer unbemerkt hochkommt. Was die Brigade damals geschafft hat, ist unglaublich, beispiellos. Es waren junge Männer von 19, 20, 22 Jahren, junge Burschen. Man sieht die Berge ringsum und denkt, die Männer haben Jahre ihres Lebens damit verbracht, das hier zu tun. Und sind zu Hunderten oder Tausenden in diesen Tälern umgekommen. Ja, daran denkt man die ganze Zeit. Heute, gut 60 Jahre nach der Erstürmung des Monte la Difensa, ist die Untertasse wieder eine Weide. Hier lagern jetzt allenfalls Hirten, keine Soldaten. Aber im Schatten des Berges liegen viele der Männer begraben, die an jenem Dezembermorgen starben. Soldaten, die weit entfernt von ihrer Heimat gefallen sind. Die Angehörigen der Teufelsbrigade, die am Fuß des Monte la Difensa begraben liegen, sind zur Legende geworden. Eine Legende, die bis heute in den Streitkräften Kanadas und der USA fortwirkt. Die, die überlebt haben, werden diese Männer nie vergessen. Männer wie Tom McWilliam, ein Schullehrer aus New Brunswick. Als Lieutenant Colonel kommandierte McWilliam das 1. Bataillon. Stu Hunt war sein Bodyguard. Der Kerl, der uns führen, Karten lesen und was sonst noch sollte, konnte sich selbst nicht schützen. Ich war noch sehr jung. Wohl deshalb, glaube ich, hat Colonel McWilliam gesagt, kommen Sie, mein Junge, bleiben Sie bei mir, ich passe auf Sie auf. Und nahm mich so aus der Kompanie heraus. Er sagte, Sie sind mein Leibwächter. Dem Colonel, der frisch verheiratet war, hatte Ehefrau Harriet geschrieben, dass sie schwanger sei. Der betreffende Brief traf einen Tag vor dem Angriff auf den Monte la Difensa ein. Aber an diesem Tag erhielten nur die amerikanischen Soldaten Post. So zog Tom McWilliam in den Kampf, ohne von den Neuigkeiten zu Hause erfahren zu haben.
Das Kampfgeschehen verlagerte sich um ein paar hundert Meter weiter nach rechts. McWilliam sagte, wir müssen darüber, wo die letzten Deutschen sind, und versuchen, an sie ranzukommen. Wir waren etwa auf halbem Weg, da feuerten sie die Bombe auf ihn ab. Ich flog hierhin und er dahin. Ich wusste sofort, dass er tot war. Das ist nicht der Moment, wo man nach dem Puls fasst, wie sie es in den Filmen tun. Wenn jemand aus nächster Nähe von einer Mörserbombe getroffen wird, braucht man ihm nicht mehr nach dem Puls zu fühlen. Historiker nehmen an, dass an diesem Tag 73 Angehörige der 1st Special Service Force ums Leben kamen. Die Verluste auf deutscher Seite gingen in die Hunderte. Die Teufelsbrigade machte nur wenig Gefangene. Am Fuße des Klosters Monte Cassino, das zum Symbol allen Kriegsirrsinns geworden ist, haben sich die amerikanischen und kanadischen Manöverteilnehmer versammelt, um den Gefallenen ihren Respekt zu erweisen. Immer wenn sie vor den Gräbern ihrer Waffenbrüder stehen bleiben, sehen sie mehr als nur in Stein gemeißelte Namen. Sie haben die Männer vor Augen, die einst genauso waren wie sie. Ich spreche sicher für die meisten der Jungs. Meine Stimme zittert. Es überwältigt einen. Wir mussten in ihre Fußstapfen treten, nur ein klein wenig natürlich während der 3 Wochen vor dem Italien-Einsatz. Und jetzt hier zu stehen, da wird mir das Herz schwer. Ich habe angefangen, die Namen zu lesen und die der Regimenter und woher sie alle kamen. Ich habe gelesen, wie alt sie waren. Die meisten hatten mein Alter. Das Durchschnittsalter war wohl Anfang 20. Ich habe auch ein paar gesehen, die erst 19 waren, so wie ich. Aus den Inschriften unten erfährt man eine Menge. Viele der Männer waren verheiratet. Es ist alles so traurig. In dieser Reihe stehen 5 Grabsteine für Männer der Brigade, alle mit dem Datum 3. Dezember 1943, dem Tag der Stürmung des Monte La Difensa. Da wird einem wieder bewusst, dass es eben nur ein Manöverangriff war, was wir dieser Tage gemacht haben. Mein Regiment war zwar nicht hier, aber da liegen viele aus Regimentern, in denen ich ältere Freunde habe. Und es tut weh, sich vorzustellen, dass es auch die hätte treffen können. Man steigt die Treppe hinauf und biegt um die Ecke. Da stockt einem buchstäblich der Atem, wenn man die Tausende von Grabsteinen sieht. Ich kann es gar nicht erfassen, nicht mal ansatzweise, was die Brigade durchgemacht hat, als sie da unter Beschuss hinaufkletterte. Es trifft einen im Innersten. Und nächste Frage. Wir sitzen hier im Lirital, in diesem Riesengrab. Und denken an die Kriegsveteranen, die Alten und Jungen. Fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem Sieg auf dem Monte La Difensa hielt die 1st Special Service Force ihre letzte Parade ab. Die Teufelsbrigade wurde aufgelöst. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie bei weiteren erfolgreichen Einsätzen in Italien und Frankreich derart hohe Verluste erlitten, dass ein Wiederaufbau unmöglich schien. Und so beschlossen die Militärführungen Kanadas und der USA, die noch verbliebenen Angehörigen der Brigade in andere Truppenteile einzugliedern.
Die Kameraden, an die ich mich erinnere, und ich erinnere mich an viele, bessere hätte man nirgends finden können. Wir sind stolz darauf, dass wir die Farben der First Special Service Force getragen haben. Eigentlich ist es unvorstellbar, dass man so dumm wäre, sich darauf einzulassen. Aber wie die meisten Leute sagen, wenn man mich jetzt brauchte, würde ich gehen. They needed me now, I'd go. Man lernt eben nicht viel dazu, auch in 60 Jahren nicht. Wir waren nicht auf Reichtümer oder Geld oder Orden aus. Wir haben es getan, weil wir dachten, es sei wichtig, um unser Land zu retten und den Frieden, der uns so kostbar ist. Und man wird sich vielleicht wundern, wie viel einem das einfache Wort Danke bedeuten kann.